wir sind gerade vom Shoppen zurück. Wir haben heute richtig viel geshoppt. Also so richtig, richtig viel. Alle haben abgesagt. Guck mal, genau. Clara hat ein Kleid. Schuhe hat sie auch bekommen. Hat sie aber schon vorne stehen. Elisa auch. Zeig mal, Elisa, dein Kleid. Oh, komm mal her, Elisa. Zieh dir das mal richtig an. So. Ich kann ein Auto. Ich hab es gebracht. Diese Auto wird gebracht. Hallo. Ihr Pins abgesiedelt. Ich hab ein Auto. Ich mach das Autospiele. Genau, Elisa hat auch ein Spiel bekommen, das kannst du gleich mal zeigen. Das hat aber der Papi, genau. Also Justus ist gerade noch unterwegs mit Dani, die kommen aber bestimmt auch gleich hier an. Ich hoffe, dass sie das Drachen nicht vergessen. Nein, das haben sie nicht vergessen. Das ist mein Spielzeug. Dein Spielzeug ist bei Papi. Papi kommt bestimmt gleich mit Auto hier an. Was kann man noch zeigen von unserer Ausbeute? Achso, Johann hat noch so einen Zauberkasten bekommen. Richtig coole Tricks, also da haben wir auch uns die Sachen vorspielen lassen, beziehungsweise vorzeigen lassen. Ich sag's hallo. Mann, du sagst hallo. Ich kann dir einen Zaubertrick zeigen. Willst du eins zeigen? Ja. Elisa. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Kannst du doch sehen. Hier kannst du alles sehen in diesen Schnibbelinchen. Ich hab's. Zeig mal deine blitzeblanken Zähne. Zeig mal Zähne. Ja. Richtig schön geputzte Beißchen hast du, Elisa. Happy Seite, Happy Schuhe. Genau. Und mein Schuh. Deine Schuhe sind, glaube ich, ich mache einen Zaubertrick. Aber warte, ich muss erst mal fertig. Ja, also es ist jetzt, glaube ich, so ungefähr 17 Uhr. Wir sind gerade. Ich mache einen Zaubertrick. Ich komme heute nicht so wirklich zum Vloggen. Die Kinder wollen alle irgendwas vorzeigen. Achso, das sind diese Autos hier. Davon sind Johann und Clara total begeistert. Irgendwie ist das ein Chip. Und dann machen sie auch so ein Salto und so. Und davon haben sie jetzt heute noch welche bekommen. Und los geht's. Nee, ich glaube, so funktioniert das gar nicht. Wo ist der andere Schritt? Ja, die gibt es halt auch nur in China. Und wenn man einmal hier ist, dann wollten wir auch unbedingt Sachen shoppen. Deshalb haben wir das gemacht. Und abschiede. Tschüss. Ach so, und verabschieden schon? Ja. Okay, Elisa hat sich schon verabschiedet. Tschüss. Tschüss. Papi sagt, Mami. Mami auch? Okay, tschüss. Tschüss. Ausmache die Kamera, Elisa. Ich glaube, es ist gerade Feierabendverkehr, deshalb hat es ein bisschen länger gedauert, bis wir wieder zu Hause waren. Heute waren wir in einer völlig anderen Straße shoppen, wo es einfach auch ganz viele solcher Gassen gibt. Ich liebe das. Ich weiß nicht, ich finde das so besonders für China einfach auch. Ich glaube, für den einen oder anderen ist das so ein bisschen alles sehr eng, alles sehr voll, nicht so super mega sauber, aber es hat halt Flair und ich finde das ja, ganz besonders. Da kann man auch übrigens gut verhandeln, immer die Preise. Macht Justus überhaupt nicht. Deshalb kauft er das immer alles wahrscheinlich zum dreifachen, fünffachen Preis oder sowas. Ach so, was ich mir auch heute gekauft habe. Richtig, richtig schön. Kann ich das zeigen? Ist das hier drin? Warte mal, ich guck mal kurz. Hier sind noch ein paar Tüten. Also, was ist hier drin? Weiß ich gar nicht. Was ist denn hier drin? Ah, ich glaube, das ist doch hier. Ist das meins? Nee, oder? Oder doch? Nee, das ist Claras, genau. Clara hat nochmal so ein Kleid bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel hat sie jetzt schon davon? Ist das ihr viertes, fünftes schon? Justus ist auf jeden Fall großer, großer Fan von solchen Kleidern hier. Dann haben die beiden Mädels auch nochmal solche passenden Schuhe dazu bekommen. Was ist hier drin? Ich weiß es gar nicht. Wir haben so viel von kleinen Ständen gekauft. Kurz reingucken. Oh, das ist meins. Also ich habe ja auch für mich geguckt. Also das, was jetzt Clara und Elisa anhatten. Ich finde das so schön, aber ich muss sagen, es steht mir nicht. Es ist einfach zu figurbetont und dafür muss man einfach auch so eine richtig schöne, zierliche, perfekte Figur haben. Das habe ich alles nicht. Ich habe, ja, das, was eine Frau halt so hat. Und da passt man nicht so wirklich da gut rein, beziehungsweise man passt schon irgendwie rein, aber dann sieht das wirklich so aus wie eine Presswurst. Aber dann habe ich bei einem Stand das hier gefunden. Und die hatten nur solche Kleider. Ein Traum. Ein richtiger Traum. Ich zeig dir das mal kurz. Das hier ist aus 95% Seide, glaube ich.
Kann das sehen? Ist ein bisschen schwierig gerade, glaube ich. Also das, aber das ist nur das Kleid. Und darüber, guck mal, wie schön. Also ich finde das total schön hier mit den Knöpfen. Und dann geht das hier so auf. Und dann, wenn man das anhat, dann ist das so wie Wasser. So fluffelig. Und oh, ich finde das wunderschön. Muss nur aufpassen beim Waschen. Sie meinte schon, nur Handwäsche und nur kaltes Wasser. Dann zeige ich dir noch das passende, ja, wie nennt man das denn? So Gewand. Das ist halt so ein Gewand. Wunderschön. Das ist, glaube ich, auch das teuerste, was ich hier in China gekauft habe. Das war wirklich teuer. Dann habe ich noch das hier. Aber ja, sowas kriegt man halt auch nur in China. Und dann ist es auch echte Seide und es ist wirklich so wunderschön. Ich konnte nicht widerstehen. Das hier. Warte mal. Das ist quasi sowas, was man halt so drüber zieht. Und auch dieses abgesetzte Bordeaux-farbene. Also das sieht so schön aus. Sogar Justus meinte, das sieht so schön aus. Ich muss das dir unbedingt mal angezogen zeigen. Und ich freue mich total darüber, dass ich auch sowas gefunden habe. Also auch sowas in dem Stil, was mir auch steht. Ich frage mich nur die ganze Zeit, wo und wann soll ich das anziehen? Ich glaube, ich ziehe das einfach so an, wenn ich einkaufen gehe. Wocheneinkauf und dann so. Da bin ich mal gespannt, wie die Leute dann gucken. Vielleicht sollte ich das mal vloggen. Soll ich das machen? Schreibt mal bitte. Und ich hatte bestimmt 3 Outfits an. War gar nicht so einfach, jetzt wirklich dieses Wunderschöne hier rauszufinden. Oh, sie sind da. Papi ist da. Lala? Papi ist da. Hallo. Da sind sie ja. Also gab es verschiedene Formen. Mhm. Sie wollte hier unbedingt so ein blaues, also so ein für schlanke Mädchen an. Sie ist nicht jung. Das Kleidchen hat Justus Elisa gekauft. Achso, läuft die Kamera. Das ist echt mies, ne? Ihr habt aber lange gebraucht mit dem Taxi. Habt ihr ja, lange gewartet, bis eins kam oder wie? Nee, aber der hat, keine Ahnung, der hat uns schon über den Tisch gezogen. Wir haben wahrscheinlich das Doppelte gezahlt. Wieso habt ihr denn bezahlt? Jetzt haben wir nochmal 35 Euro möchte. Ja, ich habe 31 bezahlt. Ja, aber das war ja Feierabendverkehr. Wir hätten ja zu Fuß gehen können. Nein, das ist Feierabendverkehr. Ich muss das nochmal hübsch machen hier. Jetzt bin ich wieder attraktiv. Nur halt rot gebrannt. Und du wolltest aber was mit mir machen, ne? Mit dir machen? Nein. Ich bin jetzt gleich unterwegs mit Dani. Ohne dich. Ohne mich. Dani? Wir gehen zusammen zu essen. Du hast nicht gemacht. Nein, ich muss gleich kommen. Keine Geheimsprache, bitte. Ich verstehe keine. Wir gehen zusammen zu essen. Justus hat nicht gewusst. Das ist, wir haben eine gute Dauer. Ja, das ist ein schöner Gurz. Und dann lass ihn essen. Ach so, warte, so. Ja, was? Da ist es. Aha. Alle lachen, nur ich nicht, ja? Das macht mir Angst. Ja, das ist leider so, wenn man jetzt wahrscheinlich China ist. Alle sprechen Chinesisch und Justus versteht kein Wort, ne? Also, habe ich schon erzählt, was wir machen? Also, wir gehen jetzt Früchte kaufen. Ich gehe jetzt mit Dani Früchte kaufen. Es gibt nämlich in China einfach nochmal ganz viele andere Früchte, die es in Deutschland nicht gibt. Und auch ein paar, die ein bisschen merkwürdig schmecken. Und da wollen wir mal gucken, ob Justus die schmecken. Also ich muss ja ehrlich sagen, dass ich das auch ein bisschen schwierig finde mit dem Geschmack. Dani, ich meine schön, der war. Dani findet es lecker. Sehr lecker. Es stinkt aber so ein bisschen. Ja, schon, ja, dann schau. Eine stinkende Frucht, wie die wohl schmeckt. Man schmeckt es ist süß. Ist es? Ja, es schmeckt es sehr süß. Und du kannst es in den 然后就更刚好吃。对，刚好吃，拿出来吃凉了就刚好吃。哦，also wenn sie gekühlt ist, die Frucht, dann schmeckt sie wohl noch besser. Ach, die werden. Ich muss erst mal Aufzug fahren. Ich mache hier ja nur 那个小的我。
昨天都吃完了。他说今天晚会也有新的。嗯，对。昨天你全吃了吗？对啊。Mango steam is also delicious. 那个叫什么 ？Mango steam. Mango steam. 嗯。就那个山虫吗？嗯，对。Mango steam. 嗯，我们昨天买了几个呢？哦，买了八九个。八九个。嗯，我吃了两个。那别人都被我吃。对。Ein bisschen wie ein Labyrinth hier. Ist auch nicht ganz so schön jetzt. Aber Hauptsache unser Apartment oben ist eigentlich sehr, sehr schön eingerichtet. Ich dachte, ihr habt alles gekauft. Nein, wir sind gerade zurück. Und dann haben sie gleich nach oben. Heute ist es sehr, sehr gut. Ich habe 30 Euro gekauft. 30 Euro. 30 Euro. 30 Euro. 30 Euro. 那你说中文他们都听不懂、哦、对他们听不懂那我怎么办呀给他们底下写那个啊对对 对, 对可以可以这样 Verstehst du alles? Wir kommen in China 开介绍一下这个是一点二的不够了大大 ist die Stinke 一点用没有哦这个多少钱啊不是那个首先赚什么多少钱一个要多少钱一百多块钱一个要一百多块钱。嗯，好。那我们挑一个吧。那怎么挑呢？挑你知道怎么挑吗 ？Wir wissen jetzt nicht, wie man auswählt, welche gut schmeckt. Also wie sieht man, dass sie reif ist und lecker ist? Ja, da, da, Ai, Ai, bitte schön. Deine riecht. Noch ein Schleim mal. 臭，臭，就是我。越臭越好吃。你闻这个。好好闻，味道越浓就越熟了。啊，看吧，这是 schon so ein bisschen offen， 这已经开了啊。嗯、是不是有会太熟了？嗯，就是不想要太熟了。不会，但这个有点太大了，我觉得。可能这两个好一点。嗯，你觉得呢？要不我们先看别的馆子。好。让他帮我们。Ah, das ist die Mango. Ein paar aus der Community meinten, die gibt es auch wohl in Deutschland, aber habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Weiß nicht, vielleicht hast du die ja schon gesehen oder schon probiert. Ich finde die auf jeden Fall super mega lecker. Und nachiger. Sugar Go, ma. Sollte nur mehr Go. Was gibt es hier noch für leckere Früchte? Also die habe ich ja, glaube ich, schon mal gezeigt. Das sind ja die hässlichen Mandarinen. Die mag Elisa zum Beispiel sehr, sehr gerne. Die sind ganz groß und lecker. Zwölf Stück nehmen wir jetzt mit. Oh, 这个就是像荔枝，这个嗯，对，这个就是干的，叫桂圆。那我们也拿尝一下。你可以剥一个尝尝。就是，那我们也带着，就是比优子就好。这个好看吗？路上来，我看一个好看。那哪个好看呀？嗯，看这个好看。Suchen jetzt extra einen hübschen。也没什么大串，有小串。那就要这个吧。几个就够了。嗯，对，我们这个这个挺好看啊，对。这个有点死，没关系，放在哪里就好看。那我们就这样，嗯。嗯，还有什么？谁让你放了？你看一下有没有？没有的啊。这个东西你用过吗？这不就是西红柿吗？对，小西红柿。Also kleine Tomaten, das kennen wir aus Deutschland. Das brauchen wir jetzt nicht probieren. Das ist eine Jäse. Das ist das. 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 Das Ja, ist einfach auf Baustelle so mittendrin. Das gibt hier nicht so viele Sicherheitsvorschriften. Kokosnuss. Kokosnuss. Das ist eine Kokosnuss. Die kann man einfach gleich austrinken. Da wird ein Strohhalm reingemacht. Das ist ein Strohhalm. 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 Das ist ein Strohhalm.啊，
啊，好了，再把管插上，然后照一下。嗯。Wir suchen Honig mit Honig. Ich wollte schon Honig mit Limone mal. Ist ne ge ja. Das ist was? Das ist Honig. 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 Das ist 也不是很甜，吃着脆脆的，甜甜的，一般的。嗯，我们烧了个大船，那个大船就一个大屁。Das ist doch einfach eine Melone. Die kennen wir in Deutschland. Das ist auch eine Melone. Oh, na, na, dann nicht mehr. Oh, na, na, das ist was, Dani? Oh, das ist... Das ist Sang Shen. Das ist nicht... Das ist direkt essen. Sieht aus wie... Das ist wie... Das ist wie... Das ist wie... Das ist wie... Also, ja, Brombeere. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist wirklich groß. Die ist wirklich groß. Das 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 ist 这个太大了，真的太大只了。这个特别扎手，要没熟也不行。嗯，可能也没那个熟。没有那个熟。它这个，它这个要两边掰起来软了，它就比较熟。哦，那还是开口那个好是吗？嗯，那个比较熟。那个比较熟。Also die Größe ist die, und die ist schon reif. Die anderen wahrscheinlich noch nicht, aber die ist aber sehr sehr pieksig.Mal vorsichtig sein. Na, so ein Banane, dann tut es noch mal länger. Dann nehmen wir die. Na, ja, ist auch gut, aber wir haben heute. Du hast schon mal. Ich habe 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 schon mal.那你要割开吗？一个。哦，不要不要不要不要。那两个。好，两个呀。我也没有。Was ist das? Da weiß ich leider gar nicht den deutschen Namen, aber wenn du den kennst, dann kannst du mir das gerne mal schreiben. Auf jeden Fall gibt es hier auch den Baum dazu in China. Da waren wir im Garten und haben den gesehen. So, wir nehmen drei mit zum Probieren. 这个就是要怎么开呢？就是剥开吗？就这样一剥就好了呀。啊，拿手吗？嗯，那你拿手吧。好，那就是要给你套个手套再剥呢。啊，没有手套。我们手上垫点纸。不是，你随便垫点什么都可以。这个不用，不会太刺手。这个多少钱？49。总共一起。啊，总共一起是吧？还有就是那个，这个没有算，这个就是不称的嘛，那这个还没算。嗯，这个是12块钱。啊。那还好，这么大的一个，这就是都加起来了，对，都加起来了，好，还加一个这个，就是269，269是吗？ Also das ist ganz gut, der Obstladen hier ist direkt unten, wenn wir aus unserem Apartment rauskommen, deshalb lohnt es sich hier zu kaufen und hier ist es auch nicht so teuer und unsere Ausbeute ist riesig heute. So viele leckere Früchte. Ah, nee, 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 nee.谢谢啊，再见啊！So, hier kommen wir jetzt gerade kurz durch, ohne verbrannt zu werden. 他们弄的那个门那个是不是太危险了？ So viele Früchte, 我们吃得了吗？吃不了，吃不了，我要都带走。对，你就带走，看看又是吃不吃那个。
Mal sehen, ob das offen ist für die Früchte. Ich muss hier so ein bisschen aufpassen, weil ich ja gegen Kernobst allergisch bin. Also Apfel kann ich ja schon nicht essen. Deswegen bin ich hier immer so ein bisschen zaghaft. Aber bisher, was ich so gegessen habe, das hat alles gut geklappt. Also ich hatte keine Allergie bekommen. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Das ist übrigens ein Hochhaus.